Ich glaube, ich brauche noch einen Handlanger, mit der repariert, ne? Kann das sein? Bitte in den Blutmaschinenraum. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir noch jemanden hätten, der noch mit repariert. Besser ist das, ey. Ja, mach mal. Würdest du bitte nicht hier hinten rumlaufen? Würdest du bitte irgendwo sinnvoller rumlaufen? Gott, jetzt ist dann die Kohle natürlich wieder ausgegangen. Aber das macht theoretisch nichts, weil wenn wir jetzt die Kohle für Sachen ausgeben, die wir so oder so brauchen, ist das ja nicht verkehrt. So, wir haben auch keinen neuen Raum. Ne. Okay. Haben wir denn schon jetzt alles erforscht oder kommt da noch was? Mal gucken. Okay, Behandlungsgeräte sind fertig. Schade. Hätte ich gedacht, da kommt noch was. Aber offensichtlich nicht. Aber Diagnosegeräte kommen noch was, scheinbar. Irgendwas muss noch kommen an Diagnosegeräten, aber das ist ja theoretisch nur noch das... Ach nee, hier unten das Ding war ja für die Wookie-Typen. Hm? Was war das denn? Keine Ahnung. Gerade irgendwas Rums gemacht. So, haben wir noch irgendeinen schönen Arzt da? Macht sich keine Gedanken über die Arbeit, stinkfaul. Oh. Operationstisch wurde schon mal verbessert. Das ist doch schon mal wenigstens etwas, ne? Sie machen auf jeden Fall Verbesserungen. Läuft auf jeden Fall. Naja. Jetzt ist es wieder wirklich nur so ein Aussitzen. Glaube ich. Und wieder jemand tot. Schade. Naja. Okay. Ich glaube, die machen wir hier nur sauber. Aber unser Wert vom Krankenhaus ist jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? Doktor. Steht das hier irgendwie? Gipsentferner? So, 250.000. Aktuell sind es nur 15.000. Ja, gut. Ist nicht ganz so viel, was wir haben an Geld. Aber das ist jetzt halt wirklich nur ein Aussitzen, weil die Wookies zum Beispiel, die bringen richtig Geld, die hier rein müssen, weil das teuer ist. Gibt's Entferner, wurde verbessert. Mhm. So, mal gucken, was bei der Blutmaschine jetzt an Geld rumkommt. Das weiß ich nämlich gar nicht. Mal gucken. Komm mal raus da. Sie leuchtet noch auf jeden Fall. Gibt es kein Geld dafür? Nö, gibt noch keine Kohle dafür. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass es da schon Geld für gibt. Der ist aber schnell hier. Uiuiui. Vielleicht sollten die Wookies mal eher zum Friseur. Ja. Oh, 100% Diagnosegeräte erforscht. Aha. Diagnosegerät. Gibt es ein neues? Ach, das Ultraschall noch. Okay. Das Ultraschall. Passt hier hinten rein. Perfekt. Oh, das ist wieder so schön alles hier. Mm. Ich liebe das, wenn das so eine Schwester in die Pharma- alles bitte. Passt. No. Jo. Ne, komm her. Ach shit, da hätte ich noch Platz gehabt. So, passt auf jeden Fall. Ein Arzt bitte in den Ultraschall. Ne? Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Was? Ultraschall, irgendwie ein cooler Name für eine Disco. Wieso denn du bist Disco? Station, bitte. Ein okay. Arzt in die Entseuchungsabteilung bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. So, ach so, wir müssen unsere Forschung ja wieder umändern. Ich gerade ganz vergessen. 30. 45, genau. Passt. Spezialisierung. Also, es gibt kein neues Behandlungsgerät, finde ich schade. Ein Arzt in die Röntgenstation. Aber okay, ne, dann ist das halt so.
Was? Trinkst du gerade Klaren, damit du das Spiel sowie die Erdbeben verkraftest? Nee, ich trinke Kirschbrause sozusagen. Also Wasser mit Kirschsirup drin. Voll lecker. Nö, also ansonsten geht's ja eigentlich. Also jetzt wo hier die Ärzte auf jeden Fall da sind, ist alles in Ordnung, sag ich mal, ne? Achso, Musik, Schall, Laut, Ultra, Disco. Okay. Oh, Schmalzstimme. Hui. Schmalzstimme. Etwas, was wir eigentlich schon sonst immer viel eher erforscht hatten. So, nochmal durchgehen, ob hier wieder irgendwas Pott ist. Einfach mal alles anklicken und reparieren lassen. Kann nicht verkehrt sein. Ich vergnüge mich mit Zuckerwasser inklusive einem Spritzer Limette. Das heißt, du hast Wasser genommen, hast Zucker reingekippt und einen Spritzer Limette? Ugh. Da wüsste ich aber auch was Besseres. So, Oh, wir haben noch einen Psycho. Ich stelle jetzt den hier noch ein. Noch einen Forscher. Einfach noch jemand, der mitforscht. Damit wir das endlich mal alles komplett haben. Achso, Sprite. Ich mag Sprite nicht. Mit Sprite kann man mich jagen. Mag ich überhaupt nicht. Also alles so, was mit Zitrone und so ist. Was ist denn hier los? Ein Arzt bitte zum TKKG. So, jetzt habe ich fast mehr Helfers als Ärzte. Mag Sprite auch nicht? Nee, mag ich nicht. Also, ich mag wie gesagt auch Zitronen nicht. Auch Zitroneneis oder sowas. Boah, nee. Wo ist denn jetzt schon wieder jemand gestorben? Schon wieder bei der Poliklinik? Nein. Weiß nicht wo. Ach da. Don't. Tschüss. Doktor in die Psychiatrie, bitte. So, wir müssen hier wieder ein bisschen aufräumen, sauber machen. Und ich glaube, ich sollte mal gucken. Aber theoretisch ist es eigentlich scheißwurscht egal, wie die Ärzte drauf sind. Beziehungsweise alle drauf sind, weil... Darum geht es ja hier nicht. Es geht nicht um den Krankenhauswert. Noch was ist denn? Warum laufen ihr? Mann, ich könnte nicht. Du magst Zitroneneis, ich überhaupt nicht. Ich mag Zitronen im Allgemeinen nicht. Ist nicht meine Frucht. So gar nicht. Hier ist nur so ein Reparaturfuzzi. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Können Sie sich drum kloppen, wer das Ding repariert? Die Entlüftungsanlage, bitte. So schade, dass man die nicht zuweisen kann zu irgendwelchen Räumen. Also, dass man sagt, du Saubermacher machst nur den Raum, beziehungsweise machst die und die Räume, kümmerst dich nur darum. Das ist so schade, dass man das hier nicht festlegen kann. Dass die ganze Zeit da hinten rumlatschen, ich verstehe das nicht. Hier oben ist doch auch noch Platz. Hallo? Ey. Wir haben einen VIP im Gebäude. Bleib mal hier, Kunibert. Mach sauber da. Wenn wir schon den VIP im Haus haben, muss hier wenigstens mal die Bude glänzen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Rennt schon wieder irgendwo anders hin. Kaum jemand muss stehen, die Patienten Doktor, werden es ihm danken. Ja, gerne. Gerne, nicht? Gerne. Oh, ein Boki. 1150 bringt uns das. Naja. Doch okay. So, Entlüfter wurde verbessert. Haben wir irgendwas mittlerweile fertiggestellt? Wieder? Nee. Okay, hätte ja sein können. So. Aber patiententechnisch sind es jetzt gerade irgendwie gefühlt gar nicht so viele, ne? Weiß nicht warum, aber irgendwie könnten mehr sein. Aber wie gesagt, auch keine guten Ärzte gerade. Was ist mit ihm hier? Das Ausbilder.
Aber was anderes als Ausbilder macht er eh nicht. Deswegen können wir ihn da reinstecken. Entschuldigung. So. Okay. Na dann. Ja. Dann ist jetzt die große Preisfrage. Was brauchen wir noch? Eigentlich brauchen wir gar nichts mehr. Maximal vielleicht nochmal. Weiß ich nicht. Huch. Was war das denn? Jetzt müssen wir halt wirklich warten, ne? Alles, was wir jetzt noch machen können, ist warten. In den Scannerraum, bitte. Weil jetzt kommt es halt nur noch darauf an, dass wir die Kohle zusammenkriegen. Und der Laden hier im Schuss bleibt. Alles andere ist abwarten. Die Heizung ist schon wieder ausgefallen, wie mir scheint. Schon wieder so tierisch im Keller. Ich baue jetzt neun neue Getränkeautomaten. Ich habe keine Ahnung, wohin ich mit den Dingern soll, aber... Ich bin der Einzige, der auf Twitch Stream Hospital gerade spielt. Krass. Ist ja auch ein altes Spiel, ne? Muss man ja dazu sagen. Es spielen halt nicht viele Leute so alten Krams. Da kannst du ja rein theoretisch auch Two Point Hospital spielen. Da bist du wenigstens aktueller. Ich spiele halt nur alten Kram. Ich mag halt den alten Kram. Aber dafür könnten wenigstens mal ein paar mehr Leute zuschauen. So schlecht stelle ich mich doch auch gar nicht an. Glaube ich, hoffe ich. No. Auffallen um jeden Preis. Da müsste ich nackig hier sitzen. Meine ich. Das will ja keiner sehen. Eine Schwester in die Pharmazie, so, bitte. Ich stelle jetzt hier noch einen Automaten hin. Was soll's? Ich mag auch die Leute immer nicht, die rumschreien. Also die Streamer, die rumschreien, das ist mir echt so suspekt. Warum? Endlich der Hot-Tub-Stream. Das kannst du vergessen. Ich mache keinen Hot-Tub-Stream. Ich heiße nicht hier, wie heißt die mit den Amorant? Bitte in die Poliklinik. Quatsch, mach ich nicht. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ja, okay. Operationstisch. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Two-Point ist mit null Zuschauern noch weniger besucht. Echt? Hast du das jetzt nur auf Deutschland begrenzt? Oder wie? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Okay. Das wundert mich aber. Gut, wahrscheinlich spielt es auch gerade keiner. Hat gerade wieder keinen Hype oder sowas. Doktor, in den Scannerraum bitte. Eine Schwester auf die Station bitte. So, einmal hier durchklicken. Also, ohne Filter, okay, krass. Also, theoretisch gibt es 6371 Follower bei Theme Hospital. Also, die wirklich Theme Hospital gucken würden, wenn es läuft. Ich weiß aber halt nicht, ob das weltweit gesehen ist oder ob das nur deutschlandweit gesehen ist. Bitte in die Poliklinik. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen, was diese Zahlen und so angeht. Sagt, 6000 ist jetzt nicht viel. Ganz ehrlich, bei Akuchi waren es... Irgendwie, ich glaube, 100 oder 300 und da haben mehr Leute zugeguckt. Komisch, oder? Manchmal versteht man es halt auch nicht. Wo sind die alle? Sollen mal reinkommen? Nee, ganz ehrlich, ich will gar nicht so viele Zuschauer auf Twitch. Dann müsste ich noch mehr auf den Twitch-Chat achten und würde ich gar nicht mehr zum Spielen kommen. Deswegen ist das schon okay so. Das reicht mir so. Das ist hier meine kleine muggelige Ecke. Mehr Zuschauer wären okay, aber mit mehr Fame kommt natürlich auch mehr... dass man auf alles achten muss und muss auch nicht sein. Ist schon okay so. Sag mal so 10 bis 15 Leute sind okay. Alles, was drüber ist, muss auch nicht sein. Aber es sind ja nicht mal 10. Aber das ist okay, ist okay. Wie gesagt, dafür habe ich auf YouTube mehr. Das reicht mir. Da bin ich zufrieden mit. So, der hier hat gerade ordentlich Kohle gelassen, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir brauchen jetzt noch 200.000. 200.000. Und da mache ich jetzt einfach mal Folgendes, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Weil 200.000 zusammenkriegen, ey, das dauert. So. Einige, wir müssen jetzt halt wirklich nur noch darauf warten, dass das Geld zusammenkriegen, ne? Ich könnte theoretisch noch mal ein paar Allgemeinmediziner bauen. Aber theoretisch brauchen wir es auch nicht. Für dich ist es okay, so kommt man hier gehört. Genau, bei so einem Kronk rast der Chat durch. Das ist richtig. Bei Kronk rast der Chat nur so durch.
Ultraschall wurde verbessert. Mhm, Ultraschall. Ich glaube, es gab ein Podcast-Tool oder so eine Podcast-Plattform, die hieß Ultraschall, wenn mich nicht alles täuscht. Ist die Ultraschall? Ich glaube, die hieß Ultraschall. Tja, da bin ich sowieso mal gespannt auf den nächsten Podcast. Ich muss noch was spielen. Ich muss noch was spielen. So, guck mal, wie langsam das mit dem Geld hochgeht. Das ist einfach zu wenig Patienten hier irgendwie. Ob wir mehr Patienten hätten, wenn wir mehr Allgemeinmediziner haben? Ich weiß es halt nicht. Boah, Telegram, nach dem Besuch, keine schlechte medizinische Einrichtung. Bonus von 800. 800er Bonus, ey. Den kannst du dir auch ins Knie nageln, ey. Das ist mal gar nichts. Cardio wurde verbessert. Stell mal wieder die Geschwindigkeit runter. Da kommen wir ja gar nicht hinterher. Haben sie jetzt mittlerweile mal alles erforscht? Immer noch nicht. Krass. Ich hole mir jetzt einfach mal noch ein Stück Land dazu, ja? Ich überlege gerade, welches. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Was würde denn Sinn machen? Wahrscheinlich hier drüben, ne? Halt. Da. Na? Welches würde denn Sinn machen? Oh, Entschuldigung. Ich, 8.000, 5.000, 6.000. Ich bin am Überlegen, ob es Sinn macht, das hier zu holen? Das hier oder das hier? Für die Allgemeinmedizin, die eigentlich hier oben angeordnet sind? Eigentlich? Ich bin mir unschlüssig. Ich nehme jetzt einfach hier so ein kleines. 6.000. 6.000. Ich nehme das hier. Einfach aus dem Grund, Luch? Okay. Einfach aus dem Grund, dass da hinten das noch mit angeschlossen ist an das aktuelle Gebäude. Deswegen nehme ich das jetzt einfach noch mit. So. Das ist ein Riesending. Was? 6.000 kann ich nicht mal ein Jahr Miete bezahlen? Ich auch nicht. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Ich auch nicht. Eine große Wohnung. Muss man halt eben Abstriche machen. Oh, warte mal. Hier ist ein Scrollbalken. Geh doch mal darüber. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Was habe ich denn neu bekommen? Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Eigentlich nichts, ne? Es ist nichts Neues. Wahrscheinlich wegen dem, wegen der Blutmaschine. Nee, wegen dem Ultraschall, genau. Meine Güte! Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Das wieder los. Ein Arzt. Ich überlege gerade, ich könnte theoretisch den Forschungs-, also das Ding hier wegreißen und da nochmal eine Allgemeinmedizin hinstellen. Ja, warum denn nicht? Vielleicht passt das von der Größe her. Leider nicht. Aber... Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Da hinstellen, das wäre geil. Naja. Brauchen mehr Ärzte für die Allgemeinmedizin, wie mir scheint. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage. Nein, falsche Taste. Hallo? Gerade irgendwie nicht. Doktor, in den Scannerraum, bitte. So, wir brauchen noch einen Arzt. Hier rein. Ein Arzt bitte im Ultraschall. Zum TKKG gibt es ja lustige Detektivgeschichten, ich glaube. Könnte es mir zumindest vorstellen. So. Okay. Vielleicht kriegen wir jetzt ein paar mehr Patienten. Gucken wir mal, es geht schon, sind schon ein paar mehr da. Ach, Mann, oh, dass das nicht weggeht. Einfach einen kaputten Raum wegreißen. Das wär's. Naja. Oh
Einmal komplett durchklicken, einmal komplett durchklicken, einmal komplett durchklicken, yippie, yippie. Auf zum TKKG, Wassermarsch, ich glaube, das war das letzte Wassermarsch für heute. Es ist auf, ich glaube, 3 oder 4 pro Tag begrenzt, meine ich. Meine ich, bin mir aber gerade nicht sicher. Ich könnte theoretisch nochmal irgendwo ein Klo hinbauen, oder? Ja, vielleicht nicht verkehrt. Fände das so cool, wenn man hier so einzelne Toilettenkabinen wie in echt bauen könnte. Das wäre geil. Da haben sie irgendwie nicht dran gedacht, ne? Du musst halt immer so einen maximal oder minimal großen Raum bauen. Schade. So, Spitzzungenreibe wurde verbessert. Könntest du noch eins kaufen? Okay, komisch. Wer weiß. Egal. Eine Schwester auf die Station, bitte. So, Toilette. Toilette. Könnte ich hier hinstellen, aber... Vielleicht hier. Stelle ich jetzt hier eine Toilette. Hä? So. Ging irgendwie gerade nicht. Hier kommt nur eine kleine Toilette hin. Mit 4 Kabinen insgesamt. Das reicht ja auch, ne? So. Guck mal, da können die nämlich hier noch pupern gehen, wenn sie Bock haben. Ich denke mal, das ist ganz nett so. Lässt mich nicht vertrocknen. Ich merke das schon, wenn der Bot immer schreibt, ich reagiere nur nicht jedes Mal drauf. Weil, ist ja auch schon spät. Und, ne, du kennst das Problem, man will ja nicht nachts aufstehen. Das muss ja auch nicht sein. So, haben wir vielleicht nochmal einen Psychiater da? Ne. Ne, wie geht das Ding weg? Mann, hier. Ne, leider kein Psychiater dabei. Naja, macht nichts. Dafür stehst du schon lange nicht mehr auf. Ach so, du hast wahrscheinlich schon... Liegt schon der Schlauch zur Seite, hä? Huh? Oder lässt du einfach laufen? Kann du jo sein. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Oh Mann.